dass es jetzt endlich auch Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge gibt, finde ich mega gut, weil früher gab es nur einen Otto oder einen Diesel. Dann gab es Hybridfahrzeuge, jetzt gibt es batterieelektrische, wasserstoffelektrische Fahrzeuge. Eigentlich ist die Nachricht eine extrem positive. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, aus denen wir auswählen können. Ist es geil oder ist es nicht geil? Immer mehr Antriebsformen rollen zu den Händlern. Doch wer soll da den Überblick behalten? Welcher ist der beste? Das Wasserstoffauto? Die schlechte Nachricht für euch als Autokäufer ist, ihr müsst euch viel genauer informieren, was für euch das Beste ist. Welche Rolle können Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge auf dem Weg in die Mobilität der Zukunft spielen? Das ist ein mega komplexes Thema. Im Gegensatz zu einem batterieelektrischen Fahrzeug haben wir jetzt hier eine kleine Batterie und als Stromgenerator haben wir die Brennstoffzelle. Die werkelt im ehemaligen Motorraum des GLC F-Cell und erzeugt mit Wasserstoff aus dem Tank unter der Rücksitzbank Strom. Nach dem Prozess der Elektrolyse kommt hinten reines Wasser heraus. Mit dem erzeugten Strom wird der E-Motor an der Hinterachse angetrieben. Wahlweise kann der F-Cell auch an der Steckdose geladen werden. Dann wird die Batterie unter dem Kofferraum aufgeladen. Der Benz ist damit das erste Batterie-Brennstoffzellen-Plug-in-Fahrzeug. Ich finde es super gut, dass es jetzt endlich mal auf den Markt kommt und dass man die Möglichkeiten hat. Doch Daimler ist nicht der Erste. Hyundai hat mit dem Nexo das meistverkaufte Wasserstoffauto der Welt auf dem Markt. Auch weil Korea das Thema pusht. Toyota ist mit dem Mirai Pionier bei H2-Fahrzeugen. Bereits seit 2015 kann man ihn für saftige 80.000 Euro kaufen. Dass die Technik kein Kassenschlager ist, liegt aber an der schlechten Infrastruktur. Weil das einfach eine Technologie ist, die noch nicht so bekannt ist, die ich wahnsinnig interessant finde und mir wünsche, dass das so ein bisschen aus dem Quark kommt, dass die Bedingungen sich verändern, was zum Beispiel den Preis von Wasserstoff angeht. 9,50 Euro kostet ein Kilo Wasserstoff. Der Preis ist von einigen wenigen Playern am Markt einfach festgelegt worden und kostet damit zufällig ähnlich viel wie Benzin. Doch dafür gibt es keinen Grund. Wasserstoff ist eigentlich ein Abfallprodukt aus der Industriegasherstellung. Aber das ist nicht das einzige Hindernis. Ladeinfrastruktur ist bei Wasserstoff so ein bisschen das Problem. Weltweit gibt es nur 370 Tankstellen, in Deutschland sind 70 Tankstellen. Allerdings ist es trotzdem natürlich immer noch recht wenig, um damit flächendeckend gut unterwegs zu sein. Das kann man aber nicht dem Hersteller anlasten. Die Autos funktionieren sehr gut. Da müssten Energiekonzerne oder Versorger, Tankstellenbetreiber in die Bresche springen. Lassen wir die politischen Querelen und Infrastrukturprobleme mal außen vor und konzentrieren uns auf den Wasserstoff-Benz. Wie gut oder schlecht funktioniert die H2-Power aus dem Hause Daimler? Das Thema ist für die Stuttgarter nicht neu. Sie werken schon seit fast 40 Jahren an dem Antriebskonzept. Mercedes-Benz arbeitet seit den 80er Jahren an der Brennstoffzelle. Hat immer wieder verschiedene Prototypen erprobt. Der letzte Stand, den wir an Kunden übergeben haben, war die B-Klasse. Und jetzt mit dem GLC F-Cell haben wir im Jahr 2018 die neueste Entwicklung vorgestellt. Und hier kombinieren wir das erste Mal eine Brennstoffzelle mit einem Plug-in-Antrieb. Diese Kombination ist vielversprechend und könnte der Technologie zum Erfolg verhelfen. Beim Blick in die Motorhaube sehen wir erstmal, es sieht fast aus wie ein Verbrennungsfahrzeug. Wir haben hier einen Kühlmittelbehälter, hier ebenfalls. Und wenn ich jetzt mal die Designabdeckung abnehme, dann sehen wir ein paar Komponenten des Brennstoffzellensystems. Was hier in der Mitte als großer Block sichtbar wird, ist die Brennstoffzelle selber. Die befindet sich hier in diesem Gussgehäuse. Was wir auf der linken Seite haben, sind brennstoffzellenspezifische Komponenten. Hier haben wir einen Spannungswandler. Die Brennstoffzelle ist nicht selbstsaugend. Die Brennstoffzelle braucht Luft und Wasserstoff, um die Reaktion durchzuführen.
Und um die Luft in die Brennstoffzelle zu transportieren, haben wir hier den elektrischen Turbolader, der bis zu 300 Kilogramm pro Stunde Luft in die Brennstoffzelle fördern kann. Und wenn wir hier auf die rechte Seite schauen, haben wir die üblichen Fahrzeugkomponenten, die auch in einen Verbrennungsmotor verbaut sind. Wir haben die Luftansaugung, Luftmassenmessung, Kühlmittelpumpe und der Kältemittelverdichter. Von dem Aufbau haben wir hier sehr großen Wert gelegt, dass es der Originalbauraum eines Verbrennungsmotors ist. Wir nutzen hier auch die gleichen Aufhängungspunkte wie bei einem normalen Motor, dass in der Produktion möglichst wenig Differenzen vorhanden sind zwischen einem Verbrennungsmotorfahrzeug und unserem Brennstoffzellenfahrzeug. Der Clou des F-Cell wird am GLC-Hintern sichtbar. Am Heck des MB F-Cells haben wir hier unseren Ladeanschluss für unsere Hochvoltbatterie. Die Hochvoltbatterie hat eine Reichweite bis zu 51 Kilometer. Und damit kann dann der Kunde kürzere Strecken zurücklegen und hat die Möglichkeit, zu Hause oder an der Arbeit die Batterie nachzuladen, ohne den Wasserstoff zu verbrauchen. Wir haben hier noch die Möglichkeit, natürlich auch aus der Brennstoffzelle zu fahren. Innerhalb von 3 bis 4 Minuten ist der Tank komplett gefüllt, sodass der Kunde insgesamt eine Gesamtreichweite von 478 Kilometer hat. Wir hatten die Markteinführung in Deutschland im Oktober 2018. Das heißt, seit Oktober letzten Jahres können Kunden den GLC F-Cell mieten. Und der zweite Markt wird dann Japan sein, Ende diesen Jahres. Wirklich schade, dass man dieses Wunderwerk der Technik noch nicht kaufen kann. Daimler sagt, sie wollen Kunden vor der unsicheren Restwertentwicklung von Brennstoffzellenfahrzeugen schützen. Doch das klingt nach einem vorgeschobenen Argument. Denn der GLC F-Cell fühlt sich schon ziemlich alltagstauglich an. Der F-Cell, der hat eine Leistung von 211 PS. Das klingt jetzt auf den ersten Blick mal nach nicht viel, aber es sind wohltrainierte Elektropferde. Das heißt, man hat ein sehr gutes Drehmoment untenrum. Maximale 365 Newtonmeter schieben den 2,1 Tonnen schweren Future Benz auf maximal 160 km/h Höchstgeschwindigkeit. 800 Euro sind als Leasingrate ziemlich happig. Sonst gibt's erstmal nichts zu meckern. Und zum Fahren des F-Cell muss man sich erstaunlich wenig umstellen. Wie bei jedem Mercedes können wir uns natürlich hier die Fahrmodi einstellen. Es gibt natürlich wieder Sport, Komfort, Eco und auch einen Hybridmodus. Der Hybridmodus, der ist ein bisschen irreführend, weil wir haben ja eigentlich nicht zwei Motoren wie ein Hybridfahrzeug, also kein Elektro- und ein Verbrennermotor. Wir haben einen Elektromotor an der Hinterachse. Hybrid bedeutet hier allerdings, welche Energiequelle wir nutzen. Nehmen wir Energie aus der Batterie oder wird vorne die Brennstoffzelle angeworfen. Es macht aber nicht immer Sinn, die Brennstoffzelle anzuschmeißen. Die hat natürlich auch einen gewissen Wirkungsgrad und benötigt natürlich auch noch Energie, um zu arbeiten. Und dann kann es halt, wenn man vor sich hin segelt, auch Sinn machen, eben nur aus der Batterie den Strom zu entnehmen. Wie die Akkus funktioniert auch die Brennstoffzelle bei Idealtemperatur am besten. Das berücksichtigen die Daimler-Ingenieure bei der Abstimmung der Komponenten. Wenn die Brennstoffzelle bei einer niedrigen Temperatur gestartet wird, dann ist die Spannungslage der Brennstoffzelle etwas niedriger. Das heißt, die Leistung, die zur Verfügung gestellt werden kann, ist etwas niedriger. Die Brennstoffzelle erwärmt sich allerdings sehr, sehr schnell. Also wir haben auch den Kühlmittelkreis. Innerhalb von wenigen Sekunden ist dann die Brennstoffzelle auf Betriebstemperatur, sodass sichergestellt ist, dass wir dann im optimalen Spannungsbereich arbeiten können und dann die Leistung der Brennstoffzelle optimal zur Verfügung steht. Von diesen Vorgängen unter der Haube merkt der Fahrer erstmal nichts. Insgesamt sieht man dem Fahrzeug, außer durch die F-Cell-Logos, auch nicht an, in welch revolutionärer Technologie man sich hier bewegt. Leise und sauber. Das sollte doch viel mehr Aufsehen erregen. Der geht ganz gut vorwärts. So ein Elektroauto ist ja immer
sag ich mal, für die Sinne eine andere Wahrnehmung. Man hört Windgeräusche, man hört die Lüftung ein bisschen und man hört hier auch die Brennstoffzelle so ein bisschen arbeiten. Aber das Auto ist super komfortabel und zum Cruisen absolut cool, finde ich. Wenn da nicht das Problem mit der Infrastruktur wäre, könnte man meinen, der Wasserstoff-Benz wäre alltagstauglich. Mit nur wenigen Einschränkungen. Als nächstes müssen wir natürlich noch mal einen Blick auf die Rückbank und in den Kofferraum werfen, weil die Rückbank ist wegen des Wasserstofftanks 3 cm nach oben gerutscht. Deswegen sind natürlich die Platzverhältnisse interessant und im Kofferraum ist auch noch mal der Ladeboden einen Tick höher. Das schauen wir uns jetzt mal an. Die Platzverhältnisse vorne sind großzügig wie in jedem GLC, der in Bremen das Werk verlässt. Im Display zeigt das EQ-Logo die Zugehörigkeit zur Elektromarke der Stuttgarter. Kleine Änderungen sind erst ab der zweiten Sitzreihe sichtbar. So, jetzt interessiert mich natürlich noch, was ist hinten an Platz übrig, weil die Sitzreihe ist ja wegen dem Wasserstofftank 3 cm in die Höhe gewandert. Kann ich hier immer noch sitzen? Der Vordersitz ist auf mich eingestellt, 1,83 Meter. Platz ohne Ende am Kopf. Es wird langsam knapp, aber es ist für mich auch noch in Ordnung. Was ich aber ganz cool finde, ist die erhöhte Sitzposition. Ich kann nämlich einen Ticken besser nach vorne rausschauen. Aber was ist noch interessant? Wie viel Platz haben wir hier im Kofferraum? 500 bis maximal 1600 Liter passen hinten rein. Hier sieht man, die Ladekante ist 5 cm höher. Wenn wir hier drunter schauen, sind hier erstmal Fächer. Der Tank fängt hier ungefähr in der Mitte an. Rein elektrisch schafft der F-Cell gut 50 Kilometer. Dann hilft die Brennstoffzelle mit Reichweite aus. Das ist halt einfach bei Elektroautos immer wieder geil. Lautloses Losschleichen. Der Wasserstofftank fasst 4,4 Kilogramm Wasserstoff. Das reicht für etwa 400 Kilometer. Die Wasserstoff-Brennstoffzelle macht meines Erachtens sehr, sehr viel Sinn, weil eben leistungsstarke Akkus weniger da sind und auch die Ladezeiten einfach zu lang sind. Und hier kann man natürlich Wasserstoff in wenigen Minuten nachtanken. Insofern ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Noch mehr Sinn macht es allerdings bei größeren Fahrzeugen, also im Logistikbereich oder auch bei Zügen. Alstom hat mit dem Coradia Island einen Wasserstoffzug in Bayern im Einsatz. In Nutzfahrzeugen ist mehr Platz für Treibstofftanks in ausreichender Menge vorhanden, sodass hier Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz kein Widerspruch sind. Toyota baut mit Kenworth den H2-Truck-Prototypen. Seit 2017 fahren die Sattelschlepper im Testbetrieb durch die USA. Das Projekt wird jetzt ausgebaut. Ich persönlich finde es äußerst schade, dass solche Technologien aufgrund von politischen Querelen nicht so wirklich aus dem Quark kommen. Jetzt verdanken wir quasi der Dieselkrise das Elektrothema und auch Wasserstoff-Elektrothema so ein bisschen vorankommen. Eigentlich schade, dass nicht die reine Vernunft und gute Argumente sinnvolle Technologie vorantreibt, sondern Industrien erst durch selbstverschuldete Skandale zum Umdenken gezwungen werden müssen. Mein Fazit zum Mercedes GLC F-Cell Brennstoffzellen Elektrofahrzeug. Es ist eine absolut coole Technologie. Das funktioniert sehr gut. Das Auto fährt sich so komfortabel, wie man das bei Mercedes eben auch gewohnt ist. Die einzige Kritik ist vielleicht das Preismodell. Man kann ihn nur mieten. Ich kann ihn jetzt nicht kaufen, weil sowas wie eine fehlende Infrastruktur und zu teure Energiepreise, die willkürlich festgelegt sind, das ist jetzt nicht unbedingt ein Herstellerthema, sondern da müssten Energiekonzerne einspringen. Das Thema Wasserstoff ist natürlich sensibel. Viele denken an die Katastrophe der Hindenburg. Das ist aber über 80 Jahre her. Die Technik hat sich weiterentwickelt. Und das hier ist kein lausiger Luftballon, sondern ein sehr solide verarbeiteter Mercedes. Da kann man solche Gase auch mittlerweile sehr gut handeln. Bleibt zu hoffen, dass der öffentliche Druck diesen Benz bald in ansehnlichen Stückzahlen auf die Straße verhilft.